Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Blinker Simulator 2016. Lustig, nicht wahr? Lustig. Ich weiß nicht, was sonst noch so lustig sein soll. Auf jeden Fall haben wir ja hier unser klitzekleines, wunderschönes Gefängnis wieder heute jetzt mal in der kompletten Ansicht. Und ja, tatsächlich, seit dem Laden des letzten Spielstands, heute ist Dienstag für mich und Mittwoch für euch, hat sich nichts geändert. Ich bin froh. Oh, das tat ja selber mir in den Ohren weh. Oh. Naja, willkommen zurück zu Prison Architect, so wie immer halt. Und willkommen zurück zu unserer kleinen katastrophalen Baustelle hier. In der letzten Folge haben wir den Duschraum gebaut, wir haben den Hof gebaut, wir haben diese Subvention angenommen. Wir können uns übrigens nebenbei auch schon mal die nächste Subvention anschaffen, nämlich den Zellblock A. Und eigentlich können wir auch schon eine kurzfristige Investition in Arbeit geben, damit wir zumindest schon mal immer zwei, irgendwas im Hintergrund uns schon mal Geld beschafft. Das ist ja, mir persönlich liegt sowas ja sehr, aber ist natürlich leider Gottes nicht immer möglich. So, was ich mit dem Blinker-Simulator eigentlich ansprechen wollte, ist die Tatsache, dass wir ja tatsächlich noch Generator und Pumpwerk und auch Heizungen in unserem klitzekleinen Gefängnis brauchen. Und damit die hier nicht ganz ungeschützt rumstehen, würde ich da am liebsten ein Gebäude hinsetzen, in das wir die beiden unterbringen können. Das Problem an der Sache, oh, ich komme wieder nicht zum Punkt, ist dummerweise, dass so ein Gebäude, ich weiß nicht, wo ich das jetzt hier planen soll, weil ich nicht weiß, wie ich mich weiterentwickeln möchte, optisch, weshalb ich jetzt erstmal sage, dass wir diese beiden wunderschönen, total tollen Sachen in einem wunderschönen 7 mal, das waren 8, in einem 7 mal 7 mal 7 mal 3 mal 3 wunderschönen, klitzekleinen Ort unterbringen möchten. Quasi einfach nur, um sicherzustellen, dass diese tollen, teuren Gegenstände nicht sofort kaputt gehen, wenn sich hier irgendeiner böse anguckt. So, dann kommen da meinetwegen zwei Capacitors hin. Ich glaube, das müsste bei der momentanen Anordnung der Lampen noch reichen. Dann folgt hier logischerweise das Pumpwerk an der vorne dieser Stelle. Und dann können wir hier eigentlich auch mal eben noch eine Personaltür da und dort reinbauen und dann sollte das Ganze auch schon mal funktionieren. So, was wir dann allerdings machen müssen, ist natürlich die ganze Verlegung von den ganzen nervigen Kabeln. Dafür können wir die beiden erstmal raussetzen und dann mache ich jetzt in meiner alten Manier, der ein oder andere kennt das vielleicht schon oder noch von mir, dass ich die Kabel immer hier irgendwie immer um die Gebäude rumgelegt habe. Ich habe keine Ahnung, woher das bei mir rührt, aber so mache ich das nun mal. Und deswegen, ich glaube, es schadet schon mal nicht, wenn ich mich hier jetzt ein bisschen dran austoben kann quasi. So, Stromversorgung erstmal sicherstellen in den Bereichen, in denen sie dringend notwendig ist. Ja, das nächste, was natürlich auch dringend notwendig ist, ist, dass wir jetzt hier in der Kantine beispielsweise mal eine Heizung hinsetzen. Beziehungsweise am besten setzen wir die hier sogar hin, damit wir das Warmwasser von der Küche mitnutzen können. Dann brauchen wir auch eine Heizung hier irgendwo und da irgendwo. Das hat den ganz einfachen Grund, warum mache ich die so weit da hinten rein? Die kommen jetzt hier direkt an den Eingang. Das hat den einfachen Grund, dass wir natürlich erreichen wollen, dass es hier mal irgendwie ein bisschen angenehmer wird von der Temperatur her, weil so wie das jetzt ist, macht das natürlich relativ wenig Sinn. Aber so ist das halt. So, nächster wichtiger Punkt ist natürlich, wir brauchen unser Pumpwerk, auch unseren wunderschönen Wasserboiler, der natürlich auch als wichtigstes Element hier vorrätig sein muss. Da kommt mal eben noch eine Verkabelung hin und dann müssen wir vom Pumpwerk ausgehen natürlich auch noch weiter die Rohrleitungen legen. Ich sag mal so, ich plane jetzt einfach mal die großen Rohrleitungen so weit in die Mitte, dass sie möglichst keinen großartig Schaden zufügen können. Hoffe ich gerade einfach so geheim und dann wird das schon irgendwie gut gehen oder sowas, ich weiß es nicht. Wir machen hier mal eine Kaltwasserleitung dran, das schadet ja schon mal nicht. Dann haben wir, wo haben wir denn hier unsere Heizung gebaut? Da, ne? Genau, dann können wir hier ja auch ein Heizungsrohr herlegen. Wenn das denn reicht, Entschuldigung, das hat nicht gereicht. Darunter, so, Heizungsrohr steht. Und dann können wir hier auch nochmal so ein Heizungsrohr hinlegen. So, und ich hoffe mal, dass wir durch diese mehr oder weniger schlaue Konstruktion jetzt eventuell erreicht haben könnten, dass unser wunderschönes kleines Gefängnis hier sich doch tatsächlich sinnvoll weiterentwickelt und dass wir hier jetzt hinterher eine Chance haben, das ein oder andere zu erreichen. Oh, wir sehen schon, hier fängt es so langsam aber sicher an, auch mal ein bisschen Strom zu regnen. Das ist ja schon mal schön. Das freut mich sehr, dass es hier so langsam aber sicher bergauf geht mit dem Gefängnis. Was wir allerdings machen sollten, bevor wir unsere ersten Gefangenen in diesen Knast reinholen, ist natürlich noch ein paar kleine Baumaßnahmen. Wir sehen schon, durch die Subventionen haben wir ja zumindest schon mal wieder ein bisschen mehr Geld
zur Verfügung bekommen. Das heißt, ich werde jetzt hier einfach mal eine Dormitory hinsetzen, so eine wunderschöne Sammelzelle. Dann kriegt diese wunderschöne Sammelzelle das hier quasi. Dann kriegt die eine Tür. Dann kriegt die da zwei Lampen rein. Und dann kriegt die da zwei Klos rein. Dann kriegt die da eine Lampe, da eine Lampe, da eine Lampe, da eine Lampe, da eine Lampe. Alles möglichst improvisiert, ich weiß. Aber es geht ja auch nur darum, dass das Ganze jetzt hier mal so mehr oder weniger sinnvoll funktioniert. So, wie machen wir das denn jetzt hier am sinnvollsten? Ne, so schon mal gar nicht. Also, da kommt für mich dahin und dahin und dahin. So, das heißt, wir müssen ja jetzt hier irgendwie auf unsere 15 Gefangenen kommen, die hier diesen Knast bevölkern dürfen. Momentan haben wir hier immer 6, 12, also 24 Gefangene momentan, die wir unterbringen können durch diese Anzahl der Betten. Das heißt, das schadet schon mal nicht. Und dann ist hier schon mal zumindest mal so ein bisschen Fortschritt gegeben. Dann würde ich sagen, kommt da noch ein Telefon hin, da noch ein Telefon hin, dann kommen hier hinten noch drei Handelbänke hin oder sowas. Ich weiß es nicht. Fernseher kann auch nicht schaden. Und dann kriegen sie hier, weiß ich, Stühle vor. Hauptsache, die sind erstmal ruhig und machen mir hier nicht gleich irgendwie so den Chaos-Modus des Todes. Apropos Chaos-Modus, ich müsste ja hier eigentlich auch den Duschraum mal so ein bisschen befreien von seiner, wir machen da und da mal so ein paar Abflüsse hin, damit die hier nicht gleich das Problem verursachen, dass wir hier gleich den ganzen Knast wieder unter Wasser stehen haben. Gut, das sind erstmal schon mal ein paar grundlegende Sachen, die jetzt gebaut werden. Während unsere Mitarbeiter hier anfangen zu bauen, würde ich ganz gerne unter Forschung mal die ein oder andere Sache schon mal freischalten. Zum einen bräuchte ich ganz gerne eine extra Subvention, die schadet schon mal nicht. Ich hätte ganz gerne Psychologie, damit ich erkennen kann, wie es meinen Gefangenen hinterher geht. Die Wartung und die Sicherheit sind allerdings auch wichtig und deswegen laufen die schon. Und auch das Mikromanagement ist mir wichtig, denn ich möchte angucken, wo ist, wie viel Grad in diesem Gefängnis sind. Die Essensverteilung soll mal noch egal sein. Ich glaube, es gibt nicht allzu viele Optionen momentan. Aber so Sachen wie eben die Wärmeverteilung in diesem Gefängnis sollten zumindest schon mal so geregelt sein, dass sie funktionieren. Und deswegen ist das, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Hier vorne backt gerade ein bisschen die Leitung rum, sehe ich gerade. Hier müsste mal ein bisschen Strom weg. Das wäre ganz, ganz lieb. Weil hier logischerweise irgendwie nimmt die Wasserleitung hier so ein bisschen. Aber das soll uns jetzt erstmal nicht weiter stören. Ich meine, das ist irgendwie so ein nerviger, langweiliger Grafikglitch. Das Stückchen Stromleitung, da braucht aber keiner mehr. Das kann schon mal einer abmontieren, wenn da einer wieder Zeit für hat. Installiert Kabel. Ne, demontier du schon mal Kabel. Ich will nämlich mal gerade gucken, ob hier was kaputt geht. Ne, geht nichts kaputt. Das ist super. Dann kommen hier so langsam aber sicher die ganzen Anleitungen hin. Und wir sehen schon, Zellenblock A hat sich schon mal erledigt. Als Aufgabe eben dadurch, dass wir diese Subvention abgeschlossen haben. Zellenblock B sagt uns 50 Gefangene. Das ist natürlich mittlerweile schon etwas mehr. Da weiß ich jetzt noch nicht, ob ich jetzt direkt schon auf 50 Gefangene gehen werde. Wir haben ja gerade mal die Hälfte davon. Wir haben jetzt nämlich 24. Das ist natürlich jetzt nicht gerade so viel. Wohlfühlaffäre, ganz genau, so heißt das. Wohlfühlinitiative, ja genau. Bildungsreform ganz sicher nicht. Ziele, 10 Wachen, oh nee. Besuchsrecht, nee. Gefängnispflege, nee. Subvention, baue eine Ambulanz, 2 Ärzte, Psychologen benötigt Büro. Ist auch irgendwie kacke. Also ich sag jetzt mal so, ganz ehrlich, ich würde eher sagen, wir lösen da noch mal ein paar Sekunden drüber. Wir lassen diesen Knast jetzt erstmal so bauen, wie er jetzt ist. Und dann haben wir jetzt da oben den Hof, der wird jetzt auch fertig gebaut, das ist schön. Vielleicht tun wir uns den Gefallen und warten einfach mal noch 1-2 Sekunden ab, bis das Ganze sich jetzt hier schon beruhigt hat. Die ersten Mitarbeiter haben, glaube ich, schon wieder bald Langeweile, wenn ich mir das jetzt hier so richtig angucke. Da fehlt jetzt zwar noch dieses klitzekleine Stückchen Rohrleitung, aber ansonsten läuft das doch schon mal relativ gut. Gut, das Klo braucht natürlich einen Wasseranschluss, ist richtig. Ansonsten tut sich da aber nicht viel. Das heißt, im Grunde genommen, die elektrische Kacke und das ganze andere funktioniert. Was für mich das Zeichen dafür ist, dass ich jetzt schon mal eben unseren lieben Mitarbeitern den Gefallen tun kann und ihnen sagen kann, dass sie jetzt hier hinten schon mal den Zaun weiterbauen dürfen. Ja, diesen grauenhaften, riesenellenlangen, unfassbar hässlichen Zaun können sie weiterbauen. Eben dadurch, dass wir jetzt hier... Hoppala. Eben dadurch, dass wir jetzt hier... dieses Gebiet so langsam aber sicher so stark eingrenzen,
müssten, dass wir hier Gefangene quasi sicher unterbringen können. Dafür machen wir das Ganze ja und deswegen, ich glaube, das schadet nicht. So, Dormitory hat keinen Kantinenzugang. Das ist ziemlicher Quatsch. Das sagen wir dem gleich auch selber nochmal. Nur dafür müssten wir erstmal Mikromanagement freischalten. Die 58 Minuten für Psychologie gebe ich ihm mal noch. Aber ich glaube, alles andere müsste dann eventuell mal dringend auf Mikromanagement warten, bis es fertig ist. Also das müssen wir jetzt quasi priorisieren, dass das schon mal vorangeht. Das wäre ganz, ganz gut. So, ne? Das heißt, wir haben jetzt hier auch... was habe ich jetzt nochmal gesagt? Wir haben 12 Betten, jetzt... Hoppala. Genau, und jetzt... Was erforschst du jetzt? Nein. Was erforschst du jetzt? Nein. Was erforschst du jetzt? Genau. So, das heißt, wir haben jetzt theoretisch... 12 Betten, das heißt 24 Gefangene, ist ja schon mal was, ne? Muss ich schon ehrlich sagen. Wir können jetzt übrigens seit unserem Forschungsstand extra Subvention auch eine weitere Subvention noch mehr annehmen. Das heißt für mich, die langfristige Investition ist auch schon mal gesichert und dann können die nämlich im Hintergrund so ablaufen, so mehr oder weniger. Und dann können wir sowas wie Zellenblock B in Angriff nehmen, damit wir hier schon mal wieder ein bisschen mehr Geld reinkriegen. Ja, so langsam aber sicher entwickelt sich doch hier ein bisschen was von einem Gefängnis. Das ist doch schon mal schön. Das ist doch quasi all das, was wir jemals erreichen wollten. Oder auch nicht, ne? Aber immerhin, es macht Fortschritte. Der ganze Zaungedöns hier oben, das existiert so langsam auch friedlich vor sich hin. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, wir haben jetzt hier noch Platz für ein weiteres Lager. So quasi jetzt einfach mal 10 mal 15. Na, 10 mal 20 eher. So, dann könnten die das nämlich auch schon mal machen. Dann können hier schon mal die Bäume wieder raus. Wir sehen quasi, also Arbeit gibt es immer. Da muss sich nur immer mal jemand drum kümmern. So, den Psychologen stelle ich übrigens auch ganz gerne schon mal ein, damit wir den auch schon mal erledigt haben. Ja, nicht, dass es hier noch zu Komplikationen kommt. Wir können ja glücklicherweise Quick Build machen. Das heißt, dass wir diese ganze Sammelzelle, die wir hier stehen haben, die können wir im Grunde genommen... eigentlich auch hier oben schon reinklatschen. Auch wenn es hässlich aussieht. Ich weiß. Ja, muss mir keiner sagen, dass das jetzt quasi der Stilbruch des Jahrtausends ist. Das weiß ich selber, ja. Aber für meinen persönlichen Teil möchte ich doch anmerken, dass das jetzt gerade leider Gottes nicht viel anders geht. Ja, also für mich kommt jetzt hier auch wieder eine Telefonzelle rein, auch wieder ein Fernseher und auch wieder drei Stühle. Ja, das nur nicht dahin, sondern da. So. Und dann kommt sie auch hier wieder die Fortführung der Dormitory, was weiß ich nicht, was hin. Und auch hier, die Lampen sind ja zum Glück schon vorbereitet. Einmal fehlgeschlagen, keine Route. Ach so! Ja, da sagt er was. Keine Route, ja genau. Vielleicht könnte sich jemand mal eben erbarmen, da schon mal wieder ein Loch reinzufressen. Außerdem hier wäre auch ein Loch gar nicht mal so schlecht. Weil ich habe offensichtlich gerade mal wieder verpennt, dass das hier eigentlich gar nicht der Zaun ist, den ich bauen möchte. Naja, das kommt schon mal vor. Wenn man alt wird, so wie ich, dann vergisst man schon mal so die ein oder andere Kleinigkeit und dann passieren so kleine Fehler schon mal. Ne? Das kennt man ja vielleicht, ich weiß es nicht. Aber so ist das halt. So. Und unsere glückliche Menschenmenge an Mitarbeitern, die sich jetzt darum kümmern kann, dass das Ganze hier auch problemlos funktioniert. Das Stückchen Zaun hättest du genau stehen lassen können. Das wäre nicht das Problem gewesen jetzt. Das bisschen Zaun da vorne kann noch weg. Hier, das müsste ich vielleicht mal priorisieren, dass das auch mal wirklich einer abreißt. Ich habe so das Gefühl, wenn ich denen jetzt nicht sage, dass sie das abreißen, stehen die gleich wieder doof da, weil sie verpennt haben, dass das weg muss. Gehst du mal da runter und machst das mal eben weg, bevor dein Kollege da schon hier wieder alles zugebaut hat. Genau, so. Genau, jetzt kannst du nämlich durch deinen eigenen Ausgang wieder rauslaufen. Ist das nicht toll? Ich muss schon sagen, das ist quasi das Beste, was jemals möglich gewesen wäre. Holzstamm nach Lager, genau, das Lager hat ja jetzt auch wieder ein bisschen Platz an der Außenseite und auch an der Innenseite natürlich, dadurch, dass wir jetzt ein zweites haben. Ja, was wir natürlich als Problem jetzt haben, wir müssen hier irgendwie noch die Warmwasserleitung hochkriegen, aber ich glaube, da gibt es Schlimmeres. Und auch hier das Kaltwasserrohr, ich glaube, das kriegen wir durchaus überall dran angeschlossen. Sodass ich doch tatsächlich sagen würde, wir machen jetzt bald... tatsächlich die entsprechenden Fortschritte. So, es fehlt noch ein Bett, ja, das heißt, wir haben 46, jetzt haben wir 48. Ich würde ganz gerne 50 vollkriegen, das heißt, hier müsste jetzt irgendwo noch so ein hässliches Bett rein, dann wäre mir das auch egal. Einfach nur, damit wir hier tatsächlich auch entsprechend die Subvention für den Zellenblock B auch schon mal kriegen. Kann ja nicht schaden, ne? Mikromanagement ist freigeschaltet, das heißt, wir können jetzt hier der Nahrungsmittellogistik schon mal sagen,
und fragen, warum das alles unsicher ist. Ach so, weil hier vorne ja natürlich noch das Loch im Zaun ist. Aber vom Grundprinzip stimmt es, das geht da rein und das geht da rein. Und dann sollte jetzt hier auch jede Sammelzelle endgültig glücklich sein und keine Probleme mehr verspüren. So, ich zoome mich mal gerade zum Kollegen hier, der das Bett jetzt da reinträgt. Zack, 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 zack. Haben wir jetzt das Ganze geschafft? Jawohl, haben wir. Und wieder 20.000 € mehr in unserer Kasse. Und das ist ja auch alles, was wir eigentlich erreichen wollen, ne? Der schnöde Mammon, der ist ganz, ganz wichtig in dieser Welt. Naja, was will man machen? So, für mich persönlich allerdings ist jetzt vielleicht noch wichtig, dass ich hier was ändere. Und zwar haben wir jetzt hier ja diese wunderschöne Konstellation de la carte, à la carte. Ich habe keine Ahnung, was ich rede. Wir haben diesen Klotz hier, ne? Der muss mal ganz kurz weichen. Das muss ich leider Gottes mal in aller Härte so sagen, denn ich möchte hier ganz gerne mit Ziegeln anbauen. Oh ja, ganz, ganz schwieriges Thema, ich weiß. Aber das muss mal eben sein, denn mit diesen Ziegelgedönse hier habe ich mir jetzt quasi erkauft, dass ich hier problemlos mit Platz quasi alles anbauen kann, was ich möchte. Denn ich möchte für meine Mitarbeiter hier, die hier für die Wartung zuständig sind, einen eigenen Weg bauen, damit die hier nicht die ganze Zeit, ich weiß nicht, irgendwie in dem Einlieferungsraum hinterher rumspringen und hier nur im Weg stehen. Das ist nicht so ganz das, was ich ganz gerne als Ziel hätte. Deswegen wäre es ganz super, wenn jetzt mal eben das Ganze schon mal fertig wäre. 3, 2, 1, genau. Dann haben wir nämlich jetzt hier so quasi so einen Bypass zum normalen Weg. Und der schadet ja auch nicht, wenn wir den schon mal haben. Ja. Eieiei, ist das schwierig hier. Nee, meine Güte, muss ich schon wirklich sagen. So, die Bypass-Gedönse steht. Das heißt, wir können uns jetzt, wenn wir so wollen, den Gedanken darum machen, was wir mit dem Einlieferungsraum veranstalten. Der wird nämlich circa so groß werden hinterher. Das ist unsere Einlieferung. Und jetzt gilt es nochmal kurz etwas zu planen. Und zwar, so machen wir haben jetzt hier den Eingang in die Einlieferung. Das heißt für mich persönlich, ich würde jetzt hier tatsächlich so dreist sein und hier einen Tisch hinstellen, da so Jailpanels hin. Dadurch, dass ich jetzt hier rede und nicht allzu viel plane, ich könnte das ja auch schon mal umsetzen. Was wir haben, haben wir. Ne, nicht vergessen, so dahin, 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 deine Lampe, deine Lampe, deine Lampe, deine Lampe, deine Lampe. Da nochmal Lampen und dahinter am besten auch nochmal eine, damit sich hier auch keiner benachteiligt fühlt. Wundervoll. Dann kämen hier hinterher Metalldetektoren hin. Ich weiß nun gerade nicht, ob ich dafür schon Geld ausgeben möchte. Auf jeden Fall käme hier der ganze Käse rein. So, dann steht das ganze Gezüssel auch schon mal drin. Sieht übrigens aus wie Sau, der ganze Knast mittlerweile, das gebe ich ja zu, aber es muss halt sein, ne? Hat jemand, ach so, den Tisch habe ich, ja doch, den Tisch habe ich positioniert. Der kommt nur wieder aus Timbuktu, genau. Alles importiert heutzutage, das ist natürlich dann auch ein bisschen aufwendig von der Logistik, aber was willst du machen? Und dann überlege ich mir jetzt quasi, wo mache ich den Ausgang hin für den ganzen Scheiß? Ja, wir können den jetzt mal dahin machen. So, wenn wir den jetzt dahin machen, diesen Ausgang, dann möchte ich doch erreichen, dass quasi, dass quasi ich jetzt sagen könnte, ich nehme mir jetzt hier da mal so einen Tisch, so einen Vierertisch hin. Oder wie lang ist das denn hier? Acht, ja, dann können wir doch auch gleich da kommen Tische hin. Dann kommt hier nochmal ein Tisch hin. Wobei, das ist eher doof. Wie machen wir das denn wohl am sinnvollsten? Das ist die Frage. Also ich sage mal so, wir machen das jetzt einfach mal. Wir reden jetzt mal nicht so lange. Wir machen jetzt erstmal, mal gucken, was da so alles für furchtbare Ideen bei rauskommen. Besser so rum. Das ist hinterher schöner. Mal eben die zwei Gefängnistüren montiert, damit das hier auch nicht weitere Probleme gibt. Haben wir das nämlich auch schon mal geklärt. Genau, supidupi. Und dann würde ich fast schon sagen, können wir hier oben die Stromleitung nochmal rausreißen. Weil die an der Stelle jetzt ein bisschen doof liegt. Die soll gefälligst da oben auch noch drum rumgehen. Ja, ich weiß, es ist jetzt kleinlich und ziemlicher Bullshit, dass ich das mache. Ich weiß, bla 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 bla. Aber ich hätte es halt eben gerne so. So, dann haben wir da jetzt einen Tisch. Das heißt für mich persönlich, das sieht toll aus. Aber wir brauchen natürlich auch noch einen Schreibtisch. So, und dieser Schreibtisch, der kann ja eigentlich sowohl da als auch da stehen. Dann gibt es, was weiß ich. Ach, wobei, wir können den ja sogar noch schöner positionieren. Wir können den sogar direkt auf, genau, auf die Position hier draufstellen. Dann gibt es da nochmal einen Stuhl und, ach Quatsch, da einen Stuhl und da einen Stuhl. Und dann sagen wir quasi im Grunde genommen nichts anderes mehr außer
da kommt noch ein bisschen was hin, beziehungsweise das können wir auch ruhig weglassen. Wir können auch eigentlich direkt so eine Wand ziehen, weil warum nicht, ne? Das kann ja nicht schaden. Da kommt dann nochmal so ein bisschen Käse hin und das soll hier im Grunde genommen nur so ein bisschen Durchgang schaffen, damit das hier auch mal ein bisschen vorangeht, ja. So, was wir dann natürlich noch hier hinklatschen werden, sind Heizkörper und noch ein Tisch. Warum auch nicht? Wir haben ja eh zu wenig davon, haha. Zack, zack. Ich bräuchte den ganzen Käse mal in der Einlieferung. Denn wenn jetzt die ganzen Stühle hier positioniert sind, dann gilt das ganze Gebäude hier so langsam tatsächlich auch schon mal als benutzbar, wie ich ja so schön zu sagen pflege. Am Anfang verzichten wir auf die Metalldetektoren zwecks Teuer und Geld. Im späteren Verlauf ist es sicherlich, glaube ich, sinnvoller, wenn wir da hinterher mal Metalldetektoren hinstellen. Ich weiß, die Gefangenen werden durchsucht. Ich habe Vertrauen in meine Mitarbeiter, aber, das große Aber, ich für meinen Teil finde es irgendwie immer noch besser, wenn das Ganze doch mal kontrolliert wird. Ja, so. Wir können in die Einlieferung eigentlich auch ganz gut mal ein paar Fenster einsetzen, weil das sieht immer so trist aus hier, der ganze Laden. So, dann kommen hier nochmal zwei Fenster rein. An der Rückseite natürlich auch. Und genauso können wir hier zwischen auch mal so zwei, drei Fenster bauen. Der Vorteil in der Sache ist einfach nur, dass die vorbeigehenden Mitarbeiter hier reingucken können und alle auslachen, die da irgendwie gerade eingeliefert werden. Dieses wunderschöne kleine Gefängnis ist traumhaft. Also muss man ehrlich sagen. Naja, so ist das. Gut, wir haben übrigens nebenbei bemerkt natürlich schon wieder eine Subvention freigeschaltet mittlerweile. Dann gehen wir die auch schon mal eben an. Zellbock C, 100 definitiv nicht. Personal, Wohlfühlaffäre. Warum sage ich immer Wohlfühlaffäre? Kann mir das jetzt mal einer sagen? Was ist falsch mit mir? Ach, egal. Bauer in Ambulanz, zwei Ärzte, Besuchsrecht, Gartenpfleger, zwei Hausmeister. Ach, komm. Weißt du was? Die sparen wir uns jetzt einfach mal fürs nächste Mal auf, damit der Zukunftsjan nicht noch irgendwie auf die Idee kommt, nicht weiter nachzudenken in seinem Leben. Ich würde sagen, diese wunderschöne Folge endet jetzt in dieser Stelle so langsam aber sicher mal. Ich weiß, wir haben jetzt noch keine Gefangenen angenommen in dieser Folge, aber wir haben jetzt alle Herausforderungen noch nicht, alle Voraussetzungen geschaffen, damit wir das können. Und in diesem Sinne würde ich doch behaupten, haben wir schon ziemlich, ziemlich viel geschafft. Deswegen in der nächsten Folge, jetzt tatsächlich hoch und heilig versprochen, werden wir die ersten Gefangenen einlassen in unseren klitzekleinen Knast. Ich weiß, wir haben hier zurzeit genau 0 Euro plus minus. Das heißt, es ist dringend notwendig, dass wieder mehr Geld in die Kasse kommt und nicht nur nichts rausgeht und nichts reingeht, denn das ganze Kapital, was wir hier lagern, ist irgendwann auch wieder weg. Deswegen würde ich sagen, beenden wir diese Folge jetzt mal bei 7 Grad in Staffel Nummer 7. Ich wünsche euch einen wunderschönen Mittwoch, Nachmittag, Abend, Donnerstagmorgen, wann auch immer ihr das guckt. Es ist mir eigentlich im Grunde genommen relativ egal. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen ganz recht schönen guten Tag. Ja, ciao, bis zum nächsten Mal.